Ja, hallo. Hier ist mal heute mal euer Nylon Beast. Ich heiße eigentlich Dominik, bin 13 Jahre alt und komme aus Südtirol, das liegt in Italien. Ja, ihr denkt jetzt sicher, ich bin Italiener, warum spreche ich nicht Italienisch? Nein, ich komme aus Südtirol und in Südtirol spricht man Deutsch. Ja. Ihr wundert euch auch sicher über das, dass ich gerade Nylon Beast gesagt habe und nicht Nylon Beasts. Nylon Beasts sind nur ich und meine Kollegen mit mir. Nur ich heiße halt Nylon Beast und der andere heißt halt auch Nylon Beast. Wir machen das halt zu dritt, diesen Account, und manchmal wird der Gameplays machen und manchmal der andere. Ja, hier bin ich gerade ziemlich scheiße gestorben. Ja, kann man nichts machen, es soll sich wie gesagt mit Spaß kommen. Ja. Okay. Ja, es ist mein erstes Video, sorry, dass ich stotter und alles, aber irgendwie ist das auch verständlich. Das erste Video ist immer schwer für einen. Ich habe mir auch Tipps vom MW-Fanat geholt. Der ist wirklich ein lässiger Mensch. Der ist wirklich eine geile Sau sozusagen. Er macht total geile Videos, Let's Plays und alles halt. Sniper, Montagen und alles. Er macht fast alles, wirklich. Und ja, der Account, wegen dem Account, ja, der, wie gesagt, der gehört uns drei halt. Und von mir wird er halt nicht so zufrieden sein, wie zum Beispiel von Nico. Der ist ja, weil der zockt nun ja länger wie ich, der ist einfach ein Viech sozusagen. Jo, und was sonst noch zu sagen ist, ja, reden wir mal ein bisschen über MW3. MW3, jetzt mal die Noob-Waffen. Was würdet ihr sagen, was für Noob-Waffen sind? Das könnt ihr auch in den Kommentar schreiben. Ja, halt mal die zwei größten Noob-Waffen sind MP7. Ja, die ist sowieso die überpowerste Waffe. Und ACR. Ja, MP7 hat einen Rückstoß ein bisschen, aber für ein MP, sie hat eine total, sie ist einfach überpowered sozusagen. Ja, kannst nicht machen. Kannst du nichts machen. Sorry, ich habe heute irgendwie scheiß Gerede. Die ganze Zeit stottern. Ja, hier ein Camper von hinten. Wie es sich gehört, für solche Schwuchteln immer von hinten kommen, weil sie von vorne nicht können. Ja. Wo war ich gerade? Mann, jetzt habe ich einen Hänger. Ist egal. Ja, dann MW3, ja, da war ich bei. Dann ACR. Hat 0% Rückstoß, aber wirklich 0%. Da triffst du eine von einem Kilometer und da hast du manchmal nicht mal mit Sniper eine Chance dagegen. Ja, das über Noob-Waffen. Dann über Titel-Boosten. Ich finde das extrem scheiße, nur weil sie sich online nicht erspielen, müssen sich sie boosten bei 1 gegen 1 und so. Und was ich auch noch total geil, aber irgendwie auch scheiße finde, die Terminal und Erosion und Aground, diese Maps bekommt man ja gratis, aber die anderen Maps, wie zum Beispiel die ist ja dabei, Vortex oder Intersection, die muss man sich kaufen für 15 €, und das ist wirklich viel. Wenn du alle haben willst, alle Maps, dann musst du wirklich ein Stück Geld rausschmeißen. Das ist wirklich brutal. Und sonst, ja, Sniper, jetzt kommen wir mal zu den Snipers. MSR, klar, der Favorit bei den halbautomatischen. Ja, hier gerade der Knife ins Leere. Ja, das Gameplay war schon länger, habe ich das schon vor längerem gespielt. Ja, da war ich noch ziemlich scheiße, aber was zum Ende rauskommt, das kann ich schon irgendwie zufrieden sein. Jo. Dann wegen MSR. MSR, fast nie Hitmarker. Ja, online vielleicht. Ja, weiß nicht. Manchmal halt. Hier gerade aus Versehen die falsche Waffe raufgeklaut. Ja, kann passieren.
Ja, gestorben, kein Aim gehabt und so ein Hardscope killt mich, ja. Kann man nichts machen, wenn solche schwulen Hardscope. Ja, und zum Snipen und zum Hardscope. Hardscope ist das Feigste, was es gibt. Ja, oder wenn du gegen einen 1 gegen 1 machst, sagt er gleich, wenn du einen Longshot machst. Nein, nicht Longshot, wenn du nicht mal eine Sekunde im Scope bist, so ein paar Deutsch. Ich will jetzt nichts gegen Deutsche sagen. Auch nichts, ja, gar nichts gegen Deutsche, aber manche, ja, jetzt nehme ich nur mal die Deutschen hin, weil ich mache nur gegen die, 1 gegen 1, weil gegen Italiener regst mich auf, weil ich verstehe schon, aber die ganze Mama Fangulo, du Gazzo und der ganze Scheiß halt trägt mich auch auf, dann muss ich mich auch aufregen. Ja, und deswegen zocke ich halt gegen Deutsche, die einmal zu lange im Scope-Training gewesen, gehen sie raus, weil du gerade 15 Streak hast und dann haben sie einen Grund, warum sie rausgehen können, obwohl das eigentlich kein Grund ist, weil du ein Streak Scope ist und nur nicht mal eine halbe Sekunde im Scope bist. Ja, Hardscope sagen sie halt. Ja, und sonst. MG, das ist einfach übermächtig. Schaut euch mal LSW L86 an oder L86 LSW, ich weiß ja nicht, wie die heißt. Ja, ich sag nur überpowered. 2 Schuss bist du tot. Ja, und eine brutale Schussrate hat sie halt. Und ja, auf Schalldämpfer und Rückstoß und schlagbar so, oder auf Tempo, dass du schneller rennen kannst, das ist dann egal. Dann möchte ich mal was zu meinen Freunden sagen bei PSN, weil da ich spiele alles auf PlayStation, nicht auf Xbox, weil Xbox finde ich scheiße. Ja, weil, ja, das sagen die Xbox Spieler auch von der PlayStation, aber ist doch scheißegal. Okay, ja. Ja, wie gesagt, alles spiele ich auf der Playsee. Und jetzt mal zu meinen Freunden. Ja, einer der besten Freunde, den ich habe, halt, ich meine jetzt im Token, aber in Real Life auch, das ist der Headshot oder It's Nitro oder Nico 10, der oder Inscope 21 unterstrich unterstrich unterstrich, der heißt halt Nico, der ist ganz ein lässiger Typ. Ja, der ist 2 Jahre älter wie ich, weil ich bin 13 und der ist ein 98er, der ist 15. Ja, und mit dem zocke ich halt oft und treffe mich auch manchmal, und der ist wirklich der Hammer. Der macht keinem was vor. Der wird auch vielleicht, ich muss ihn noch fragen, ein paar Videos hier bringen. Und ja, wer sonst noch geil ist, das ist der Theros Dragon. Eigentlich nicht Exodus Dragon. Der hat halt jetzt vom Tetos Dragon, das ist der Khan, hat er den Kinder Account übernommen, weil er ihn gegeben hat. Und ja, er hat halt jetzt diesen Account. Und eigentlich heißt er Marvin. Und er ist wirklich ein lässiger Typ. Mit ihm kann man immer. Und sein Lachen ist so geil. Wenn der lacht, der hört nicht mehr auf, und so geil, einfach nur geil. Ja, dann was noch für Freunde? Ja, Florian Legende, der heißt in Wirklichkeit, ich wäre nie drauf gekommen von seinem Namen, der heißt Florian halt. Ja, der geht mit dem Nico in der Klasse und ist auch ganz lässig, nur manchmal regt er einen so auf, weil, nein, mit ihm kannst du manchmal nicht zocken, weil wenn du jetzt online zockst, du hast dich schon aufgeregt, wie der schluckt. Jetzt müsst ihr mal schauen, wie der schluckt. Der schluckt wie der Weltmeister, mehr wie eure Mütter. Nein, Scherz, nichts gegen eure Mütter. Und ja, gegen den Florian zu zocken, der spielt immer unfair. Wenn du mal ein bisschen Streak hast gegen ihn, kommt er gleich mit Waffe oder mit Secondary, obwohl wir ausgemacht haben ohne Secondary. Ja, sonst, was habe ich sonst noch für Freunde? Ja, ein Ninjas. Ja, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, weil ich mir jetzt auf den Sack, ja, alle zu beschreiben. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Ja, jetzt zum Beispiel ein Ninjas, ein Lyrics, ein Magix. Geil, Lyrics ist vom iMagix, der kleine Bruder, der ist nachdenken, der ist jetzt, wird er heuer 11, der
geht in die Parallelklasse von meinen kleinen Schwestern. Das ist echt Mongos. Ja, und jetzt ist das, neigt sich das Video Wende zu. Jetzt ist Last Kill. Moab nicht mehr eingesetzt. Und ja. Scheiße, halt gegangen. Kann man nichts machen. Und jetzt macht der Last Kill schnell und fertig. Und ja, edit unbedingt den MW-Fanat. Der macht mir ein Intro. Der ist so geil, Mann. Jetzt, ich habe beim Aufnehmen ein bisschen zu lang war ich da drinnen. Ja, und der ist so geil. Hoffentlich hat euch die Musik gefallen. Jetzt noch 10 Sekunden. Ja, haut rein. Macht eure Streaks und lasst euch nicht von kleinen Ben unterkriegen.